Ich habe gestern bei am Freitag bei den Kollegen des Mitteldeutschen Rundfunks gesagt, Riverboot, ich empfehle allen Zuschauern, auch jetzt hier bei NIOS, Sie müssen am Wahlabend um 18 Uhr den Ton abstellen, wenn das Wahlergebnis kommt. An den Gesichtern der Moderatoren erkennen Sie, wie das Ergebnis war. Ganz besonders war das, als Trump die Wahl gewann. Es war herrlich. Helles Entsetzen. Das heißt, ich bin noch so aufgewachsen, Nachricht und Meinung zu trennen. Man darf es meinem Gesicht nicht ansehen, was ich über eine Meldung, die ich präsentiere, denke und, und. Das ist alles völlig ins Gegenteil verkehrt. Und wenn man dann sich noch vor Augen führt, dass es ja Umfragen in Hülle und Fülle gibt, INSA zum Beispiel, sagt, über 60% haben keinerlei Vertrauen mehr in diese Nachrichtensendungen. Das ist doch eine Sache, die einen aufregen muss. Ich habe ja in meinem Buch, im ersten Kapitel, der erste Satz, ich kann nachts nicht mehr ruhig schlafen. In Ihrem Buch ist das euer Ernst, Aufstand gegen Ideologie und Idiotie. Idiotie. Also das ist ja nicht nur in der Politik, das ist ja inzwischen in unserem Berufsstand. Und das tut mir richtig weh. Also wir hatten, Bekloppte gibt es überall. Aber es war doch ein gewisses intellektuelles Niveau und die Bereitschaft, wir wollen die Leute informieren, damit sie sich selber eine Meinung machen können. Und jetzt müssen sie natürlich schon bei Tichy, bei NIOS, bei Kontrafunk irgendwo einschalten, damit sie eine neutrale Information bekommen, um sich selber eine Meinung zu machen. Und das war einmal das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und noch ein zweites. Vertreter, die auch sauber arbeiten. Aber ja, natürlich. Aber warum haben die Leute denn kein Vertrauen mehr? Weil sie das eben nicht erleben. Und viele werden ja auch einfach an die Seite geschoben. Nur, Sie haben völlig recht. Ich beschimpfe nicht die Journalisten. Auch Böhmermann haben wir ja mal diskutiert. Diese Leute den kann man schon beschimpfen. Ja, aber die Leute tun nur, was man sie machen lässt. Die Gremien, die Aufsichtsgremien der Sender sind durchweg besetzt mit Politikern. Selbst diese gesellschaftlich relevanten Gruppen sind auch alles Politiker. Und in einigen Sendern mehrheitlich besetzt, vor allem Bayerischer Rundfunk, mit CDU und CSU. WDR, Kiel, Herr Günther hat sich da ein eigenes Paradies geschaffen. Damit will ich nur sagen, wo sind denn die Aufsichtsgremien, die sagen, wo war denn die Nachricht? Nicht nur die Aufsichtsgremien, auch die Verwaltungsgremien. Ja, sicher. ZDF, Ihrem ehemaligen ZDF, die Mauro Dreyer, ist Vorsitzende, dann hocken noch drei Minister. Die unterschreiben die Verträge. Ja, Haseloff. Ja. Schreibt was, das einer was wäre denn Ihrer Meinung nach die bekommt. Lösung? Die Lösung ist, dass wir, also ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, dass meine Rente weiterhin gesichert bleibt und man trotzdem guckt, dieses Geld, was im Überfluss einkommt, von Leuten, die ja ARD und ZDF gar nicht benutzen. Wenn 60% kein Vertrauen haben, die Quoten gehen dramatisch runter. Also wir müssen uns doch mit unserem Talk jetzt hier bei Stimmt nicht verstecken. Die Zahlen der öffentlichen Talkshows sind doch aufgebläht. Wenn Sie mit Kollegen, und ich kenne die ja alle noch, unter vier Augen sprechen. Die haben das kalte Grauen, dass sie nicht mehr akzeptiert werden. Herr Arne, trotzdem, was ist jetzt Ihre Forderung? Was wäre Ihre Lösung? Wieder zurück zu einem Journalismus, der das ist, was er sein soll. Investigativ, aufdeckend, informativ und nicht manipulativ. Und dafür braucht es, also ich finde das immer lustig, Sie haben zu Recht angesprochen, dass die Politiker dann sagen, also den Rundfunkbeitrag dürfen wir nicht erhöhen. Das sagen die vor der Wahl. Jetzt wieder. Den meisten ist er ja schon zu hoch. Ja, das kommt ja noch dazu. Nur ich sage Ihnen jetzt schon voraus, dass wenn die Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg vorbei sind, dann werden die, also wenn die Falschen gewinnen, alle den Finger wieder heben. Wir haben zu wenig Druck. Ich habe es erlebt, wie oft, wir hatten im ZDF, das nannte sich P&Z-Ausschuss, also Politik und Zeitgeschehen. Da hatte man richtig Respekt,
wenn man da vorgeladen wurde. Aber die Frage ist doch, wie kann man das wieder ändern? Also, dass es so ist, dass das tatsächlich schon ein betreutes Fernsehen ist, das ist ja schon, also das ist vollkommen offensichtlich. Die Frage ist, wie kommt man da wieder zurück? Also braucht es zum Beispiel wirklich diese öffentlich-rechtlichen Sender noch so, wie sie sind? Braucht es nicht vielleicht eine völlige Reform? Kann man nicht das wieder abschaffen mit 18,36 Euro? Dass also nur noch die bezahlen, die vielleicht es dann auch wirklich das angucken, damit man auch entsprechend das Geld dann hat. Dann wären sie aber schon pleite. Naja, aber dann wird es eben so reguliert werden. Aber im Prinzip ist es auch so, dass uns bestimmte Formate einfach, die kauen uns das vor, die laden auch immer wieder die gleichen Leute in die Talkshows ein, das, was man einfach hören will. Immer 5 gegen 1. Zum Beispiel, genau, aber es fängt irgendwie oder es verfängt keine Kontrolle mehr, nichts mehr. Und in einem gebe ich Ihnen nicht recht, die Bürger oder manche wollen sich gar nicht großartig informieren, die schauen dann nicht andere Formate an, sondern die gucken das, was ARD oder ZDF ausspuckt und gehen dann so zufrieden ins Bett, weil sie sagen, das ist genau das, was ich eigentlich hören wollte. Da ist doch alles in Ordnung. Wenn das Heute-Journal berichtet, dass es so und so ist, dann ist man doch beruhigt und kann dann wieder beruhigt schlafen. Sie möchten gewählt werden, sind auf der Liste vom Bündnis Sarah Wagenknecht für die Europawahl. Was ist generell die Haltung Ihrer Partei zum Rundfunkbeitrag? Abschaffen? ÖRR? Reformieren? Also so wie es jetzt gerade im Moment ist, kann man nur maximal unzufrieden sein. Also dass alle gleich bezahlen, ist eher ungerecht. Das kommt an dem Ganzen nicht. Alle gleich bezahlen, da werde ich natürlich hellhörig. Sind Sie der Meinung, das soll nach Gehalt gehen oder? Nein. Sondern ich meinte eben, dass die das konsumieren, ARD und ZDF, dass die bezahlen sollen. Ist das die Linie, die offizielle Linie? Sarah Wagenknecht badet sich doch in jeder Talkshow. Ja. Die schneidet sich doch selbst den Faden ab. Es ist nicht die offizielle Linie, sondern das ist jetzt meine Linie. Ich denke aber, dass die relativ pragmatisch ist. Denn ansonsten würde ich jetzt einfach fragen wollen, ja, was gibt es denn sonst für Möglichkeiten? Ich glaube, man kann das nur so regulieren, indem man einfach sagt, die das konsumieren, sollen bezahlen. Und wenn sie nicht mehr damit zufrieden sind, dann können sie das Ganze mal abbestellen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ähnlich wie ein Abo. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Man kann doch von den Zuschaltquoten die Gebühren abhängig machen. Ja. Im Moment haben wir 8,4 Milliarden, das sind täglich 33 Millionen. Und da wird das Geld zum Fenster rausgeworfen. Das klingt jetzt vielleicht gut, wenn man sagt, man macht es von den Quoten abhängig, aber das würde ja dann in der Realität bedeuten, dass Sie genau das Gegenteil davon machen, was Herr Hane sagt, nämlich den öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen, weil dann musst du nach Quote gehen. Und das ist im Zweifel am Ende des Tages nackert er auf einer Insel. Ich muss die Journalisten anders rekrutieren. Und nicht nach der Farbe grün und rot. Ja, aber das ist das Grundproblem. Also ich will ja jetzt nicht hier die vergangenen Zeiten glorifizieren. Als ich anfing, war das völlig klar. Jede Redaktion war politisch ausgewogen. Natürlich hatte das immer nach links einen kleinen Drall, aber es waren immer Leute wie ich da. Es gab Kronzucker, es gab Löwenthal, ich kann die alle aufzählen. Peter Voss vom ZDF, knallharte Konservative. Die gab es immer noch. Das wäre heute völlig unmöglich. Auch im Bayerischen Rundfunk? Ja, Herr Söder leistet da ganze Arbeit. Das ist alles Wahnsinn. Man muss, die Konservativen müssen den inneren Mumm haben, zu sagen, wir werden Journalisten. Der Witz ist, die Konservativen werden keine Journalisten. Lügen wie gedruckt und überlassen das Feld den Grün-Roten. Und das Feld, das haben wir. Kleine Anmerkung, vielleicht sogar auch als Frage in die Runde. Ich würde ja, ich weiß nicht, was Sie davon halten, von dieser Idee, aber ich denke teilweise nach über so ein Verbot, obwohl ich eigentlich kein Freund bin von Verboten, von Social Media für zum Beispiel Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Weil dieses Feld, ich habe das Gefühl, dass konservativere Journalisten sind jetzt nicht die, die sich auf Twitter in irgendwelche Kriege reinschmeißen und da irgendwelche Missionierungsaufgaben vollführen. Und ich habe so das Gefühl, alles, was Journalismus ist, tummelt sich mittlerweile auf diesen Plattformen und schaukelt sich hoch, liked irgendwelche Kommentare. Dann muss man sich entweder mit denen solidarisieren oder distanzieren. Was der Restle zum Beispiel privat macht, was die Wetterfrösche im ZDF privat machen.
Das ist hanebüchen, naja, das geht nicht. Aber die holen sich ja auch ihre Informationen. Das kann man ja wahnsinnig gut immer beobachten. Also gerade auf X, also plötzlich merkt man das, was vielleicht zwei Tage vorher irgendwie einmal diskutiert worden ist auf X. Plötzlich schreibt es dann irgendjemand. Und vor allen Dingen die Politiker lassen sich drauf ein. Also ich glaube, das ist eine Debatte, die wird vor allen Dingen von den Politikern sozusagen befördert und befeuert. Und in dem Moment, wo die Journalisten merken würden, das bringt sich gar nichts oder man kann dann nichts bewegen, werden die sofort wieder weg. Also das sind schon die Politiker, die sich da treiben lassen. Auch gerne mal für einen sogenannten Hot Take, bevor man wirklich überlegen kann, was könnte man denn Kluges dazu sagen, sagt man irgendwas dazu. Mhm. Und aber Sie sprechen jetzt das Allerentscheidende an. Der Chef, der frühere der BBC, London, England, hat gesagt, nenne mir ein Land, in dem Journalisten und Politiker an einem Strang ziehen. Und es ist keine Demokratie. Mhm. Sie brauchen gar nicht das Wort Diktatur zu bringen, sondern man muss mal darüber nachdenken. Ein Land hier, es gibt eine Verflechtung von Journalismus und Politik in der Personalpolitik. Ich möchte es gleich mit einem aktuellen Beispiel verknüpfen, nämlich dem hier. Das hat Zapp kritisiert, nämlich die Berufung von Anna Engelke als Vizechefin des ARD-Hauptstadtstudios. Die gute Frau Engelke war bis vor nicht allzu langer Zeit Sprecherin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Grund, warum das möglich ist, sie hat ein sogenanntes Rückkehrrecht erhalten. Was sagst du, Giovanna, zu dieser Personalie? Ja, das ist genau das, was ich gerade meinte. Hm. Das geht nicht. Also wo haben wir hier System of Checks and Balances? Wir müssen das alles voneinander trennen, weil sonst gibt es einfach keine Unabhängigkeit mehr. Punkt. Und damit ist der Punkt. Aber Sie haben das so gesagt, Zapp, jetzt muss man wissen, Zapp ist das linkeste Medienmagazin, was es weltweit gibt. Ja gut, aber angefangen hat doch die Merkel. Nein, aber selbst die kritisieren das, Herr Kraus. Fokus geholt und aus ZDF geholt und so weiter mehr. Ja. Aber selbst die kritisieren das. Selbst diesen linkesten der Linken bei Zapp ist das jetzt. Die haben den Kanal voll. Aber und diese ganzen Fernsehdirektorinnen, es waren übrigens alles Frauen, die Skandale ausgelöst haben. Funk aus Hamburg, Funk aus Kiel, RBB, MDR, Funk aus Magdeburg. Nur Probleme mit den Weibern. Nein, es waren Quotenfrauen, das will ich damit sagen. Es waren Quotenfrauen, die von der Politik dahin gehoben worden sind. Das darf doch alles nicht wahr Darum sein. Darum nenne ich diese öffentlich-rechtlichen Medien Apportiermedien und Akklamationsmedien. Herr Hane, ich möchte Sie noch abschließend dazu fragen, Herr Seifert hätte auch ein Rückkehrrecht. Seifert auch ein Rückkehrrecht. Haben wir alle. Ist das nicht das eigentliche Problem, dass der Öffentlich-Rechtliche, nirgendwo in der Privatwirtschaft hättest du ein Rückkehrrecht? Also es stimmt, nur es ist die Frage, wohin man zurückkommt. Also wenn jetzt einer zurückkommt, ich muss ja nicht ins Archiv zurückkommen, aber es gibt 1000 Positionen, wo sie nicht in der Obsig sind. Aber es kann generell doch ist ein Rückkehrrecht sehr fragwürdig, Herr Hane. Aber Entschuldigung, wenn doch die Gremien voll sind mit Politikern, werden doch, da sagt die SPD, also unsere Dämmer, gab es ja auch, Frau Dämmer, die wollen wir wieder zurück. Dann sagt die CDU, aber wenn Herr Seibert da ausscheidet, dann wollen wir das der auch. Es ist doch eine elende Kungelei. Das Volk wird doch, jetzt muss ich das Wort mal sagen, verarscht auf ganzer Linie. Es ist die Personalpolitik. Und wissen Sie, wer die Opfer sind? Die Opfer sind die freien Mitarbeiter bei ARD und ZDF, die die eigentliche Arbeit machen. Die eigentliche Arbeit machen freie Mitarbeiter. Und die müssen ja spuren, sonst verlieren die doch ihren Posten. Also machen Sie mit. Es ist doch ein Druck, sowohl politisch als auch finanziell. Die kriegen von den 8,4 Milliarden das wenigste ab. Die Diskussion ging natürlich noch weiter. Die ganze Folge Stimmt's, der Nachrichtentalk, die bekommt ihr hier. Einfach draufklicken und solltet ihr es noch nicht getan haben, unbedingt unseren Kanal abonnieren. Nämlich hier, dort gibt's über 100 weitere Episoden.